hoffentlich nach dem Grundgedanken Unterstützung, Hilfe für die Bewältigung oder die konstruktive Arbeit mit einer heterogenen Schülerschaft. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Es soll kein Mehr sein, kein Zusatz, kein, das kommt jetzt auch noch auf Schule zu, auf Lehrkräfte zu, kein Mehrarbeitsaufwand, sondern vom Grundansatz her eigentlich eine Unterstützung, eine offenere Haltung auch gegenüber der Schülerschaft, die ja ohnehin schon sehr heterogen ist und ja, der man sich einfach jetzt stellt. Es leben ja eigentlich alle Schulformen, auch das Gymnasium momentan schon mit einer Schülerschaft, die nicht mehr einheitlich zu behandeln ist. Jeder Schüler steht für sich, jeder Schüler hat seine Schwächen, seine Stärken, seine Neigungen, seine Interessen, seine Potenziale, die es eigentlich einzubilden gilt. Nichtsdestotrotz hängen wir ja noch sehr an diesem homodoxen Grundgesetz fest und schütten gerne über alle Schüler auch das Gleiche aus. Aber viele Lehrer haben sich ja auch unabhängig von Integration oder Inklusion von Kindern mit Migrationserfahrung, Hochbegabung, Förderbedarf schon auf den Weg gemacht, ihren Unterricht so zu strukturieren, dass alle Kinder davon profitieren. Also dass im Prinzip ein Unterricht sich sukzessive öffnen muss, methodisch auch verändern muss, um die Potenziale der Kinder stärker einbinden zu können, die Kinder auch auf ihrem Lernniveau besser erreichen zu können und damit unterm Strich auch bessere Leistungen erzielen zu können. Doch Sonderpädagogen brauchen wir auf jeden Fall. Es gibt natürlich die Haltung, dass wir keine Sonderschulen mehr brauchen. Wir brauchen keine extra Institutionen mehr für Kinder, die in unterschiedlichen Formen förderbedürftig sind. Aber wir brauchen sonderpädagogisches Grundwissen, wir brauchen auch Sonderpädagogik in ihrer Spezifik. Und die haben wir ja in Deutschland auch in hoher Potenz. Und es geht eigentlich darum, diese Sonderpädagogik mitzunehmen in die allgemeine Schule. Und da Schritte zu gehen, das umzuverlagern. Also ganz konkret zu versuchen, die sonderpädagogische Qualität, die wir momentan haben und die wir in kleinen einzelnen Einrichtungen gefangen halten, sozusagen, die allen zugänglich zu machen. Also wirklich den Grundschulen, den weiterführenden Schulen, den Berufsschulen, auch den Gymnasien, die Kompetenz, die wir hier bei uns im Land haben, zugänglich zu machen. Die Sonderpädagogen brauchen wir ganz elementar. Meines Erachtens hätten wir die Möglichkeit, die Option auf Sonderschule als Institution, als Schulzweig, als vierter Schulzweig sozusagen oder dritter, gänzlich zu verzichten und wirklich allen Kindern, es wird eventuell sicher Schwerpunktschulen geben müssen für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigungen, aber wir hätten vom Schulhausbudget auch die Möglichkeit, Schulen barrierefrei umzugestalten, weil wenn wir, es geht ja bei dem Thema Inklusion nicht nur um Kinder mit Förderbedarf, die Diskussion verengt sich immer leider fälschlicherweise sehr auf den Aspekt seit der UN-Behindertenrechtskonvention, das ist aber eine Falschwahrnehmung. Nichtsdestotrotz komme ich ja auch aus dem sonderpädagogischen Bereich und mir liegen diese Kinder am Herzen, demzufolge es ist meines Erachtens so, dass wir alle Kinder mitnehmen könnten in die allgemeine Schule. Das heißt ja nicht, dass alle Schule auf alles vorbereitet sein muss. Wenn wir alle Kinder mitnehmen würden und wirklich einen Systemwandel von heute auf morgen vollziehen würden, was kein Land getan hat und wir auch nicht tun werden, dann käme pro Klasse etwa ein Schüler mit Förderbedarf. Also das ist eine überschaubare Anzahl und Kinder mit Sinnesbeeinträchtigungen, mit schweren Beeinträchtigungen, mit intensivem Unterstützungsbedarf, die sind ja vergleichsweise selten und kämen demzufolge, müsste sich nicht jede Schule auf alles einstellen, sondern könnte Schwerpunkte setzen und eine Zugänglichkeit ermöglichen oder eine Bereitschaft, die Kinder im Einzugsgebiet aufzunehmen. Wir haben im Durchschnitt eine Quote von 5% aller Kinder, die Förderbedarf attestiert bekommen haben. Die größte Gruppe ist die Kinder, die überhaupt erst schulisch ein Förderbedarfsetikett bekommen, nämlich das Förderbedarfsetikett lernen. Und demzufolge ist es eine ganz falsche Diskussion oder Wahrnehmung der Masse an Kindern mit Förderbedarf. Also das sind pro Schule, je nach Schulgröße, vielleicht 1 bis 3 Kinder maximal.